Und jeder hat das Recht auf ein faires Asylverfahren, aber wir müssen auch so ehrlich sein zu sagen, nicht jeder hat Anspruch auf eine positive Entscheidung. Und ja, jeder hat das Recht auf Unterkunft, Verpflegung und Sicherheit, solange er bei uns ist, aber das heißt nicht zwangsläufig sein Leben lang. Lasst uns deswegen auch an einem solchen Tag offen und ehrlich über die Notwendigkeit von Rückkehr reden. Auch das gehört zur vollen Wahrheit dazu. Aber liebe Genossinnen und Genossen, nur damit es kein Missverständnis gibt, wir werden natürlich auch in dieser Frage nicht den kraftsprotzenden Sprüchen einer CSU folgen. Denn auch in der Frage der Rückkehr beweist sich sehr wohl der Unterschied, ob ich das mit einer Haut-drauf-Politik mache oder aber ob ich nicht beispielsweise durch Angebote über Freiwilligenprogramme und natürlich über ein Einwanderungsgesetz endlich legale Wege finde, auch für diese berechtigten Flüchtlinge.